Das ist gut. Ja, steht auf der linken Seite hier, ne? Ich zeichne Charlie und Uschi. Och. Dabei sind höchstwahrscheinlich ihr beide gemeint, ne? Und auf der rechten Seite steht schlicht außer. Ja, also draußen auf dem Fenster, draußen am Fenster ist eine Zeichnung, ist ein Blatt mit einem Datum, das als selbstständiges Kunstwerk da auftritt. Das ist das mit meiner Kritik an dem Verhalten unseres gegenwärtigen noch Oberbürgermeisters Thomas Geisel. Ich weiß das aus der NRZ, also einer Düsseldorfer, der relativ linkesten Tageszeitung, ne? Noch relativ linkesten, hoffentlich bleibt es. Oder, ne? Wäre natürlich schön, wenn es eine noch linkere gäbe. Ne? Wir können ja eine machen. Ne? Ja, also da, der Geisel. Der Thomas Geisel hat ein Interview gegeben und wem? Ja, der Zeitung, überregionalen deutschen Zeitung, die unter anderem auch bekannt ist dafür, dass sie relativ wichtige Interviews publiziert. Ne? Neulich war wieder so eins mit, was weiß ich, irgendeine, entweder ja, so einer Kategorie Schäuble oder der Papst oder ne? Also einer von den Virologen, so die Kategorie. Ne? Und diesmal dem Geisel, mit dem Geisel. Also ist bekannt für wichtige, gewichtige Interviews. Die Welt, ne? Die Zeitung, die Welt. Und da ist der Geisel laut NRZ, hat heftige Kritik geübt an dem, der Art der Wahlkampfführung seiner Düsseldorfer SPD. Ist auch Zitat wörtlich, ne? Nämlich ihr Wahlkampf, nämlich der SPD, sei mehr, habe mehr ausgesehen wie der einer Oppositionspartei. Zu ergänzen ist im Hinterkopf statt, ne, richtigerweise einer Regierungspartei. Ne? Er ist ja immerhin der Regierungschef als Oberbürgermeister, ne? Und die SPD-Fraktion, ne, ist ganz klar hauptsächlich seine Fraktion im Stadtrat, ne, mit der er durchsetzen kann, also regierend. Ne? Und er moniert, dass sie da wie eine Oppositionspartei aufgetreten sei. So. Und ich habe dazu Kommentar auch gut erkennbar, als ich bin da sehr präzise, ne, also was Zitatformen angeht. Ich mache alles mit Gänsefüßchen und wenn es nötig auch mit diesen eher französischen, diesen Winkel. Gänsefüßchen, ne? Winkelt so und winkelt so rum. Ne? Ja, also ein normaler, gebildeter Zeitungsleser erkennt das völlig klar, wie das Zitat jetzt gemeint ist. Ne? Deshalb, ich achte da auch sehr drauf und korrigiere mich auch hinterher wieder, gucke das nachher nochmal an, ob es auch alles stimmt und so. Also, ja. Also mein Kommentar, meine Zeitung heißt ja Chibis Senf, ne? Chibi bin ich als Künstler und inzwischen auch bekannt hier, zumindest im Künstlerkontext hier in Düsseldorf als der da. Ne? Und Chibi Senf ist eben, ich gebe meinen Senf dazu. Ne? Und das, da es regelmäßig auch bei mir da auf dem Schaufenster erscheint, da ist auch so eine Uhr noch gezeichnet, steht auch dann drauf, veröffentlicht. Das Datum steht oben drüber, ne, Chibi Senf, das in dem Fall mit Geisel, war es denn vor einer Woche ungefähr. Also von jetzt aus gesehen, heute ist der 29. glaube ich, also um den 22. rum, also nach der Kommunalwahl, ne, klar, so. Also nach der Oberbürgermeisterwahl, war ja eine Stichwahl sogar, ne? Richtig. Ja, ja, und Moment, Moment, Moment. Ja, also die Uhr. Ne? Selbst der
der präzise Zeitpunkt, in dem ich das Blatt ans Schaufenster klebe, wird ganz klar benannt für jeden, der sich die Mühe macht, sich das genau anzusehen. So, ne? Also ich habe dann als Kommentar, ne, in so schrägen Buchstaben, auch sauber, gut lesbar geschrieben, wenn er schon an den, in Gänsefüßchen, eigenen Leuten Kritik übt, dann doch bitteschön keinesfalls oder niemals, steht da sogar, ne? Niemals in einem Medium des, wieder in Gänsefüßchen, Gegners, ne? Komma, außer, so, ne? Das ist zwar nur ein einziges Wort, es ist aber das letzte, nach einem Komma. Und da mache ich demnächst auch eine eigene Arbeit, eine extra Arbeit mit diesem Außer. Das beinhaltet nämlich den ganzen Komplex, den ganzen möglichen Komplex des möglichen Gegenteils. Ne? Also da kann jetzt jeder, der das sieht, sich Gedanken machen, wie Gelegenheiten beschaffen sein müssen, um dieses Argument zu widerlegen. Ne? Das ist hier mit außer gemeint. Ne? Also ist eine ganze, ist mehr oder weniger die ganze Restwelt, ne? Außer eben dem, was da auf der linken Seite behauptet wird. Naja, sowas, ne, ist eben da. Ich zeichne Charlie Andushi und außer, das ist dann sozusagen zuzuordnen, da hatte ich wahrscheinlich den Geistesblitz mit dem Außer da, ne, dass man da was draus mache, richtig was Größeres machen kann. Weil das ist ja höchst substanzhaltig, ne? Da kannst du richtig loslegen und